Hallo Hundefreunde, heute ein etwas unspektakuläreres Video, aber sehr wichtig. Und zwar für alle, die irgendwann mal eine Prüfung laufen wollen. Wie beginnt so eine Prüfung? Ein Teil davon ist die sogenannte Chipkontrolle. Was ist das jetzt schon wieder? Jeder Hund hat einen Chip, der ist implantiert im Bereich des Nackens und dieser Chip kann wandern. Und deswegen ist es wichtig zu wissen, wo der Chip ist, weil vor der Prüfung wird diese Chipkontrolle durchgeführt mit einem zum Lesegerät. Da muss man den Hund eben abfahren. Wenn der Chip gefunden wird, ertönt ein Piepston und ich sehe dann hier die Chip-ID, also die Nummer des Chips, die ist eindeutig, erscheint hier im Display und das ist die Nummer, die dann beim Hund auch im Personalausweis des Hundes sozusagen steht und die wird verglichen. Dann weiß der Richter auch sicher, der Hund, der hier gerade vorgeführt wird, ist auch wirklich der, der hier auf dem Papier steht. Warum trainiert man das vorher? Das beobachtet man immer wieder bei einer Prüfung. Die Prüfung beginnt, aufgeregt ist eh jeder, es ist Prüfungstag, jeder steht unter Druck, jetzt ist die Prüfungskontrolle und dann findet der ein oder andere den Chip nicht. Was passiert dann? Man wird unruhig, Hektik entsteht, Stresslevel entsteht, der Hund merkt, ja, da ist heute irgendwas komisch und die Prüfung hat noch gar nicht begonnen. Also macht es euch da nicht schwer, sondern einfach machen wir so, dass wir einfach im Vorfeld diese Chipkontrolle trainieren. Jetzt gibt es natürlich Hunde, denen ist das völlig egal, da muss ich natürlich nichts trainieren, wenn so ein Hund kommt, man streicht drüber, es piept, alles in Ordnung, der Hund nimmt es halt, wie es ist. Aber es gibt die Hunde, die sind halt auch unsicher und vor allem dann, wenn der Chip nicht gefunden wird, dann überträgt sich die Nervosität vom Hundeführer auf den Hund. Deswegen trainieren wir das einfach vorher. Dazu leihe ich mir einen kleinen Welpen aus, der das noch nicht kann. Und wir trainieren mit dem so langsam, Schritt für Schritt. Stellen uns vor, der ist extrem unsicher, was er wahrscheinlich nicht sein wird. Aber ich möchte euch eben zeigen, wie man wirklich ganz leicht und sanft hinkommt, sodass dieses Chiplesen für den Hund ein Spiel ist, war einfach was Nettes. Und das probieren wir jetzt in der Praxis aus mit dem Welpen. Viel Spaß mit dem Video. So, ich habe meinen kleinen Hund hier ausgeliehen. Ich fütter den mal, dass er sich ein bisschen an mich gewöhnt. Er kennt mich aber schon, aber die Übung kennt er nicht. Und zusammen haben wir das natürlich auch noch nicht gemacht. Eins noch vorab, wenn nicht jeder hat natürlich so ein Lesegerät zur Verfügung. Ja. Muss gleich bestätigen, ich habe gesehen, der ist gleich mal mit der Nase hin, muss man ausnutzen, Satz unterbrechen. Wichtiger, dass wir jetzt richtig den Hund bestätigen. Was ich sagen wollte, wenn ihr das Lesegerät nicht zu Hause habt, nehmt einfach euer Handy, einen Taschenrechner, irgendwas und fahrt einfach dann auf ihn mal so übers Fell. So, ich füttere ihn mal zu Ende, wenn dann die Hand leer ist, zeige ich ihm die Hand noch und gehe mal hier locker ran. Und ihr seht, es interessiert ihn gar nicht, der läuft einfach weiter, er sucht was, jawohl. Das kann ich jetzt alles schon bestätigen. Ihr seht, hier muss man nicht viel trainieren. Er hat davor einfach keine Angst. So, und diese Lesegeräte, da gibt es auch einen Ton, wenn der Chip gefunden wird. Wäre jetzt der nächste Schritt, dass er den Ton noch kennt. Und wir müssen jetzt erstmal versuchen zu finden, wo überhaupt der Chip ist. Man sieht, ich kann mir hier Zeit lassen. Er ist mit anderen Sachen beschäftigt. Das ist ihm völlig egal, was ich hier mit meinem Lesegerät mache. Aber den Chip habe ich bisher noch nicht gefunden. Schauen wir mal in die Richtung weiter. Und das ist jetzt genau die Situation, die man vermeiden muss, wenn man in der Prüfung ist. Wenn ihr die Situation habt und wisst nicht, wo der Chip ist, dann ist das ein Problem. Und wenn ihr natürlich kein Lesegerät habt, dann zum Tierarzt gehen. Die haben einen, können den Chip rauslesen und euch dann sagen, wo der ist. Und das am besten kurz vor der Prüfung, nicht irgendwie Monate vorher, weil dann kann der Chip ja auch noch weiter wandern. Wir probieren es nochmal und jetzt hat es gepiept. Wir haben die Nummer gefunden, wird jetzt im Display auch angezeigt und ich merke mir jetzt auch gleich, wo der Chip ist. So kann ich dann bei der Prüfung, wenn eine stattfindet, wenn ich soweit bin, gleich wissen, wo der Chip ist. Natürlich wächst er noch, kann noch wandern, also wie gesagt, immer vor der Prüfung nochmal kontrollieren, wo ist der Chip, damit ihr den Stress nicht am Prüfungstag habt. Somit hoffe ich, dass ich euch helfen konnte. Also eine Übung, die jetzt nicht direkt was mit dem Prüfungsschema zu tun hat, sondern mit ihrem Prüfungstag. Einfach mal ausprobieren, wenn euer Hund eh kein Problem hat, dann ist es natürlich geschenkt. Nächste Ausbaustufe wäre dann, wenn der Hund immer noch unsicher ist. Ich habe ja jetzt als Hundeführer, virtueller Hundeführer mit meinem Hund trainiert. Da ist dann die nächste Stufe, holt euch einfach mal einen Fremden. Wir haben jetzt leider keinen Fremden. Ich war für den Hund schon der Fremde, somit bin ich in der Stufe 2 schon unterwegs gewesen. Dann kann man das einfach mal probieren. Dann dritte Ausbaustufe, der kleine Welpe kann es noch nicht, aber die Grundstellung. In der Grundstellung findet eigentlich die Chipkontrolle dann statt. Sieht auch dann recht schön aus. Hund ist in der Grundstellung und wird dann von der fremden Person gescannt. Das wäre dann die Endausbaustufe, soweit sind wir aber noch nicht. Aber somit als Idee euch mal mitgegeben. Schreibt einfach in die Kommentare, ob ihr es auch so macht. Abonniert den Kanal und wir sehen uns im nächsten Video. Euer Roland von Training aus Hundesicht.de. Tschüss!